Christus herüber. Madonna, erhör unser kindliches Flehen. Ave, Ave, wir singen die Lieder, vertrauen auf dich und du wirst uns verstehen. Sorriso d'amore, das Lächeln der Liebe ist wie ein Sonnenstrahl, der scheint in ein dunkles Tal. Il sorriso d'amore, das Lächeln der Liebe ist so sanft wie ein stilles Gebet, wie der Chor der Berge, der über den Ozean weht. Ich bin hier auf der wunderschönen Lorelei in St. Gorshausen. Hier treten großartige Künstler wie zum Beispiel die Kasselruder Spatzen oder auch Frank Petersen auf. Sie wollen die Zuschauer mit ihrem Gesang verzaubern. Hier treffe ich auch auf den Organisator und Veranstalter Reitmar Meyer. Schau, schau, Bella, ich bin so verliebt. Schau, schau, Bella. Schönen guten Tag, Herr Meyer. Schön, Hallo, dass Sie Tag. Sich Zeit genommen haben. Gerne. Herr Meyer, wie ich erfahren konnte, besuchen Sie Frank Petersen oft zu seinen Konzerten in der Pfalz. Wie kam es denn dazu? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Es war vor ziemlich genau 20 Jahren. Da war hier ein großes Schlager Open Air. Wir waren auch extra angereist. Und mit einmal ging die Stimmung richtig ab. Und ich drehte mich rum. Wer stand neben mir? Der Frank. Wir haben uns an den Armen gefasst und haben mitgeschunkelt. Und von dem Zeitpunkt an waren wir uns sympathisch. Und der Kontakt war da und ist geblieben bis heute. Wie verhält sich Frank denn gegenüber anderen Künstlern oder auch Mitmenschen? Immer vorbildlich. Alle Künstler, die ich kenne, sind alle des Lobes voll über Frank. Keiner sagt etwas Negatives. Frank ist allen gegenüber hilfsbereit, aufgeschlossen und hat immer ein offenes Ohr, auch für die Künstler, auch für jeden Privaten. Welche Eigenschaften schätzen Sie denn besonders an Frank? Ich mag seine freundliche Art, seine Ehrlichkeit, seine aufrichtige Art, dass er jemanden nie anlügt, dass man sich auf ihn verlassen kann und dass er immer hilfsbereit ist. Planen Sie denn auch künftig hier auf der Lorelei mit Frank? Ja, selbstverständlich. Der Termin für nächstes Jahr steht fest. Und wir freuen uns, wenn er weitermacht und wenn wir ihn die nächsten 5 Jahre auch wieder engagieren können. Aber der nächste Termin ist schon gebucht. Und was würden Sie ihm denn als persönlicher Freund für die Zukunft wünschen? Viel Erfolg, nach Möglichkeit ein paar goldene CDs und dass er gesund bleibt natürlich und dass er den Humor und das alles, was ihn jetzt auszeichnet, weiter behält. Für jetzt und immer bleib ich bei dir, denn deine Augen versprechen mir Gefühle, nur die Gefühle, sie sagen mir, ich bleib bei dir. Sie sagen mir, ich bleib bei dir. Ist doch klar, dass ich nichts dafür kann. Ich bin doch auch nur ein schwacher Mann. Sag, warum macht sie mich nur so an? Die schöne Nachbarin von nebenan. Ist doch klar, dass ich nichts dafür kann. Ich bin doch auch nur ein schwacher Mann. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, oh weh. Die schöne Nachbarin von nebenan. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, oh weh. Die schöne Nachbarin von nebenan. Gartenzaun, Apfelbaum, Mann, oh Mann, oh weh. Flamenco de amor, flamenco de amor. Olé!
mein Herz verloren. La noche de la verdad. Der Rhythmus der Gefühle. Es nuestra felicidad. Flamenco de amor, flamenco de amor. Ich hab dein Te quiero noch heut gleich im Moor. Flamenco de amor, flamenco de amor. So hieß der Tanz, bei dem ich dir treue schwor. Flamenco de amor.